ich freue mich ganz besonders, dass wir heute jemanden, wir gewinnen an Internationalität. Wir haben heute den Präsidenten des SVTB, das ist unser Schweizer Partnerverband, im Videoblog der DTAG in unserem Plauderstündchen. Hallo Jörg, herzlich willkommen. Hallo Vesco. Ich freue mich, dass ich dich hier habe, vor allen Dingen, weil von dir auch eine richtig gute Initiative ausgegangen ist. Du hast mich vor ein paar Tagen, hast du Kontakt aufgenommen zu mir und hast gesagt, Mensch, können wir die Dinge, die wir machen, nicht etwas stärker zusammenbringen? Wie kamst du auf die Idee? Die wohlgemerkt genial ist. Naja, ich glaube, es ist wirklich so, also wir haben ja schon immer guten Austausch gehabt, so oder so. Und also ich denke, wir haben ja alle das gleiche Problem. Und das ist auch das, was wir immer wieder gesagt haben, wir arbeiten ja mit denselben Werkzeugen, wir haben ja die gleichen Darstellungsarten. Und gerade jetzt, glaube ich, ist es unheimlich wichtig, dass wir uns einfach austauschen und austauschen auf einer Fachebene, damit wir so schnell wie möglich einfach zum Ziel kommen, zum Ziel, dass wir irgendwie wieder einen Betrieb, welchen auch immer, dann aufnehmen können. Und ich glaube einfach, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen länger. Und wenn man weiß, dass man gute Fachpartner hat, die die Kompetenz breit gestreut haben innerhalb von den Verbänden, dass wir eben zusammen diese Kompetenzen bündeln können und dann gemeinsam wieder verteilen können, damit alle von diesen einzelnen Kompetenzen wieder profitieren können. Und ich glaube, das ist jetzt so, das ist jetzt definitiv der Moment, dass wir das zusammen machen müssen. Ja, also ich bin ja da sehr dafür, vor allen Dingen, weil wir in dem ersten Austausch der ersten paar Tage stellen wir ja fest, die Schnittmengen sind riesig und stellen auch immer wieder die Einzelheiten von besonderer Spielorte oder Theater fest, wo es dann um die spezifischen Dinge geht. Aber wir können für unser beider Mitgliedschaft natürlich so eine Basis stellen, wo die ihnen hilft in der Umsetzung für ihr eigenes Haus oder ihre eigene Veranstaltung. Das wäre so auch, das ist unser gemeinsames Denken dabei, glaube ich. Genau, das ist ja definitiv so, weil wir haben ja alles die gleichen Bühnen, wir haben die Zuschauerräume und dann da gibt es den gemeinsamen Nenner jetzt auszudividieren. Das ist ja da, wo wir jetzt gerade dran sind. Und es gibt ja auch schon sehr viele gute Papiere, die genau darauf abziehen. Und die Idee ist ja, dass wir ein gutes Grundlagenpapier schaffen können, damit dann selbstverständlich in den einzelnen Ländern, so oder so, aber natürlich auch damit in einzelnen Kommunen, je nachdem, das angeschaut werden müsste, oder angeschaut werden muss, wie kann das dann für den einzelnen Betrieb mit den einzelnen, ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob du ein eigenes Ensemble hast oder ob du hauptsächlich Gastspiele hast, dann die Art von der Aufführung, das kann dann quasi aus dem Raster herausgezupft werden und dann die Details mit den örtlichen Behörden zusammen gemäß den Länderrechten oder wie wir das bei uns haben, in den einzelnen Kantonen, wo wir dann die Arbeitsinspektorate haben und da gibt es dann die einzelnen Aufgabenstellungen, die dann jedes Haus oder vor allem auch jeder Betrieb, ich meine, es ist ja nicht nur ein Hilfswerk oder eine Hilfestellung sein, ein Papier, das jetzt den Häusern per se dient, sondern auch den zum Beispiel Veranstaltern dient, damit sie wissen, wie sie damit umgehen können. Weil da sitzen wir alle in einem Boot und da braucht es diese Grundlagen dazu. Und eben umso schöner, wenn wir das in dem deutschen Sprachraum gemeinsam nutzen können. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den es einfach zu beachten gibt. Ich glaube, wir sind da unkomplizierter als die Politik, weil wir das ja, ich sehe das immer wieder, wenn die Regionalgruppentreffen zum Beispiel der DTHG sind und die kündigen wir ja auch bei euch an und bei den Kolleginnen und Kollegen, die werden immer rege in Anspruch genommen. Ich glaube, der Austausch läuft in beide Richtungen auf der Kolleginnen und Kollegen-Ebene ohnehin sehr gut. Es gibt ja natürlich auch nicht unwesentlich viele Menschen die aus Deutschland, die in der Schweiz in Theatern oder in Veranstaltungshallen tätig sind. Es ist so, also ich bin ja auch immer wieder erstaunt, also auch wie viele Schweizer das in Deutschland noch arbeiten oder gearbeitet haben, wieder zurückkommen. Und ich glaube, davon lebt ja die ganze Branche. Und darum ist es eben auch wichtig, dass dieser Austausch so auch stattfinden kann. Und ja, genauso wie du gesagt hast, wir haben den riesen Vorteil, wir können uns um die Sache kümmern.
Wir können uns, ich meine, wir haben es da ja einfacher irgendwo. Also es sind da physikalische Messeinheiten, die wir benutzen können, die wir anwenden können. Und wir brauchen jetzt da nicht tausend und eine empirische Studie, die gemacht wird, sondern einfach, jemand hat es mal versucht, ausprobiert und dann kriegen wir es auf Papier und können sagen, das ist das, was wir brauchen in der Branche. Ich glaube, da haben wir es zum Glück vielleicht auch ein bisschen einfacher. Ja, ich denke das auch. Jetzt haben wir die Tage schon diskutiert in Deutschland, wo das heißt diskutiert, das ist das Schreiben der Unfallkasse zum Arbeitsschutz. Also ich finde es sehr, sehr gut. Es sind 5 DIN A4 Seiten, was ich schon sensationell finde. Weil alle schreiben, ich kriege im Moment am Tag so 30, 40 unterschiedliche Anforderungen, viele Forderungskataloge, bei denen ich also wirklich auch das viel, wo man das Unentspannte schon so ein bisschen in den Texten bemerkt. Ich weiß nicht, ob du den schon gelesen hast, hier diese VDG-Schrift. Und würde ich dich fragen wollen, wie du es findest. Ich finde es, also ganz persönliche Meinung, würde ich mich interessieren dazu. Ja, es ist fast eine Prüfung. Also hast du es gelesen? Es ist eine ganz kleine Prüfung, aber das ist nur so mitten mal am Rand. Ja, genau, weil bei uns wurden bei euch Abiturprüfungen wurden gerade auf kantonaler Ebene verschoben. Also ich sehe das jetzt von rein zurück zu dem Papier. Selbstverständlich habe ich es gelesen, weil ich finde es auch gut, dass es eben so aufgeteilt ist. Dass es aufgeteilt ist eben in diesen Maßnahmenkatalog und dann die Schutzmaßnahmen. Was muss ich oder respektive was kann ich alles machen? Und ich glaube, es ist ja genau eben wichtig, dass wir jetzt eben nicht den Weg von den Forderungen gehen, sondern dass wir Lösungswege aufzeigen. Ja. Lösungswege aufzeigen, und das ist auch das, was ich, wie du es vorhin schon angesprochen hast, ich habe irgendwie vor ein paar Wochen schon gesagt, ich kann nichts mehr lesen. Es ist so irgendwie, es ist eine Flut, die da auf uns zukommt an Papieren und Texten, die du lesen musst. Wir haben jetzt dann auch gleich wieder ein Arbeitsgruppen-Meeting, wo es genau um diese Themen geht. Und alle haben es jetzt zusammengetragen und haben die verschiedenen Papiere geschrieben. Und ja, es ist so. Also, du hast mal gesagt, alles muss auf ein A4-Blatt Platz haben. Das wollte man so. Und ja, natürlich gerne. Wir haben bei uns jetzt da auch wir möchten mit Grafiken arbeiten. Das ist gerade bei uns vom Bundesamt, wurde das jetzt auch vorgestellt. Ich finde das auch immer wichtig, dass einfach, es muss klar und einfach und deutlich gemacht werden, was brauchen unsere Mitarbeiter? Wie kann ich eigentlich damit umgehen? Oder wie bei uns im Betrieb auch wieder oft gefragt wird, wie müssen wir jetzt eigentlich das machen? Also wie ist es jetzt? Und natürlich bei uns in unserer Branche ist es ja so, wir haben ja so viele unterschiedliche Situationen, die wir dauernd erleben, und sie ändern ja dann gerade noch kurz vor und dann muss man noch. Und ich glaube, das ist eben umso wichtiger, dass wir hier uns auch dem bedienen, so einfach, so kurz, so klar wie möglich. Mit Bildern, oder ich habe gerade gestern auch mit einem Kollegen aus dem Vorstand telefoniert, die haben für die Firma Tutorial-Videos gemacht mit den Lernenden. Ja. Wie damit umzugehen ist. Ich finde das eine geniale Idee. Ich meine, du kannst wirklich, mach doch einfach ein Video und gib Mitarbeitern weiter. So kannst du Mikroports anziehen. So ist die Situation, wenn du auf Künstler zugehst. Dann zum Beispiel die ganzen Schutzmasken-Sachen. Und er hat gesagt, das ist geteilt worden, das ist verteilt worden. Da finde ich, genau so muss es eben sein. Ja, ja, ich glaube auch, dass diese Information, wenn du nämlich, ich sehe das auch für uns als Verband, ist das total wichtig, einfach mal so ein bisschen die Informationen aus dem Sieb zu holen und zu sagen, was sind jetzt Informationen, die für euch in der Arbeit praxisbezogen wichtig sind und was sind verzichtbare Informationen. Jetzt wisst ihr, der Ehrlichkeit halber muss ich sagen, es gibt viele Papiere, die viele Seiten umfassen. Da steht meistens nichts Falsches drin. Mhm. Aber diese Informationen, über die wir gerade sprechen, nämlich zu sagen, was findet statt, wer macht das, woher kommen die Leute, die sich das anschauen und wo findet es statt? Ist es draußen, ist es drin? So diese einfachen zu beantwortenden Fragen, wie kann man mit dem Team umgehen, was Backstage ist? Ich sehe ja meistens total disziplinierte Teams, die Backstage sind. Also es gibt kaum mal eine Vorstellung. Die Vorstellung, das darf man jetzt nicht sagen, da wird man böse, aber die immer am lautesten sprechen in der Oper, ist hinten der Chor, die unterhalten sich immer. Alle anderen schleichen über die Bühne. So, und wenn man sieht, wie die Leute miteinander umgehen, wie die auch aneinander vorbeigehen,
Und ich glaube, die können mit dem Umstand, können die Menschen, die auf der Bühne oder um Veranstaltungen arbeiten, können die sich ziemlich schnell auseinandersetzen. Sie müssen nur wissen, dass man auch die Dinge untereinander so ein bisschen kompensieren kann. Wer eine kleine Barockbühne arbeitet, hat andere Gänge. Dann muss ich vielleicht warten, bis mir das Gegenüber an mir vorbei ist oder so. Wie man, ich glaube, die Umsetzungsdinge sind wichtig, den Leuten so eine Hilfe zu geben. Und das ist ja dann am Schluss auch dieser Kette ein individueller Ort, an dem das stattfindet. Das ist auch genau das, was ich wahrnehme, also sei das bei uns im Betrieb oder wenn ich jetzt irgendwo noch in ein Haus komme, wo jetzt gerade Revisionsarbeiten sind, wie schnell die Leute da eigentlich auch umgestellt haben, eben also kleine Gänge, also wie zum Beispiel ein Umgang oben im Dach, wo einfach nicht zwei Platz haben. Es ist so selbstverständlich. Ja. Man wartet sich ab, man geht rüber und ich finde es auch schön, gerade da, wo ich es jetzt erlebe, die Leute haben Abstand. Also wenn wir zum Beispiel Gruppenmeetings haben, wir haben unten so einen großen Tisch, da sind wir meist irgendwie so zu acht, da haben wir einfach so die Wocheninformationen und es stehen echt alle so an der Wand. Und das machen dann auch ohne, dass ich jetzt da was gesagt hätte. Ja. Und man macht's einfach. Und das finde ich wirklich auch schön. Und das ist das, was ich auf den Produktionen jetzt bei den zum Teil die Wände, die wir gestemmt werden, oder jetzt gerade eben bei den Umbauarbeiten, die vonstatten gehen. Es ist so eine Grunddisziplin ist da. Ja. Und das ist eben auch das, was ich so immer man sagt, man spricht ja immer von dem gesunden Menschenverstand. Und ja. den treffe ich bei uns, da wo ich bin, treffe ich den an. Ich treffe den nicht unbedingt im Einkaufsladen an oder ich finde es immer so erstaunlich an der Tankstelle. Das ist so, ja. Das ist für mich eigentlich so das Erstaunlichste. In den Häusern, da wo ich bin oder auch bei unseren Meetings, die wir uns trotzdem, man darf sich hier noch treffen. Es ist unheimlich grunddiszipliniert und wenn es in den Laden geht, da frage ich mich dann manchmal schon. Das heißt, wir müssen bei uns in der Branche eigentlich das Stresstempo gar nicht erhöhen, sondern das ist schon ziemlich, eigentlich haben wir das, ich glaube, dass auch das da eine Grunddisziplin da ist. Ich sehe das, also ich beobachte genau dasselbe. Also, dass Leute auch, also die Risikogruppen sind die unvernünftigsten, das stelle ich immer wieder fest. Also, wenn ich einkaufen gehe oder so, das ist vielleicht auch immanent, da kann man nichts gegen machen. Aber ich halte das auch für ziemlich gut. Ich will dich noch nur, du bist ja nicht nur der Präsident eures Verbandes, sondern du hast ja auch noch ein eigenes Unternehmen. Wie wirkt sich denn Corona auf dich aus? Und du sagst schon, deine Menschen, die im Büro sind, die treffen sich und wir halten so ein bisschen Distanzen ein. Aber das hat doch sicherlich hat's auch Auswirkungen auf dein eigenes Unternehmen. Ja, es hat's. Also wir sind ja so aufgestellt, wir sind in fünf Sparten. Das heißt, es geht von der Lichtplanung auf Integration Systems und die ganzen IT-Lösungen und dann natürlich das Vermietgeschäft. Das sind die Teile. Für mich war es irgendwie ganz, ganz komisch am Anfang. Also wir sind ein kleiner Betrieb, wir sind 43 Festangestellte. Also klar, das ist schon verhältnismäßig groß. Wenn ich euch in Deutschland immer höre, dann also wir sind das wirklich so, also ja, da sind wir, das ist einfach eine andere Größe. Wir sind die kleine Schweiz, wir sind kleine Betriebe. Das ist so. Und ich find's richtig groß, ehrlich. Und was wirklich erstaunlich ist, also wir spüren es wirklich nur im Vermietsektor und da eben ab dem 28. Februar, wo da die Schweiz die Tausendergrenze gesetzt hat und das hat einfach wirklich komplett alles weggerissen. Also das war, und die haben ja um 9:30 kam es am Radio und ja. 10:30 war die Pressekonferenz und die Verordnung ist ja um 2 in Kraft getreten. Also war alles aufgebaut, es wurde abgebaut. Das ist so wie jetzt. Also es war wirklich innerhalb von anderthalb Stunden. Ich sehe es jetzt noch. Ich bin da gerade weggefahren von der Firma, war auf der Autobahn und da höre ich so, ja, da kommt noch eine Eilmeldung vom Bundesrat. Und ich denke, okay, das ist ja was Neues. Und dann lesen die das vor und dann kam Veranstaltung und ich habe sofort umgedreht und zurückgefahren. So, okay, muss mich erstmal sammeln. So, was machen wir jetzt? Und so ging es ja, allen. Und wir spüren es da selbstverständlich. Also da haben wir, die Mitarbeiter sind eigentlich alle in Kurzarbeit.
Wobei wir jetzt natürlich durch die Firmengruppe konnten wir auch ein bisschen jetzt umdisponieren. Und die anderen Betriebsteile, die spüren, und das ist auch ganz krass, eigentlich nichts. Ja. Das war für mich ganz am Anfang, die ersten paar Wochen, unheimlich schwierig zu verstehen, weil dann kommst du dahin und die rennen alle rum und das ist ein Problem, wir können das Material nicht, das ist ein Verkauf, was ist denn da los? Und ja, da musste ich mich wirklich erstmal dran gewöhnen. Also ich, ja. kann mir das gut vorstellen, dass da verlangen sich natürlich auch die Motivationen extrem. Ja. Wenn bei dem einen so, wenn so die Luft rausgelassen ist, da ist man ja auch erstmal man fällt so ganz im Augenblick in so eine Schockstarre und denkt, was ist nun los? Eigentlich brauchst du mal eine halbe Stunde der Besinnung, so die halbe Stunde als offenes Zeitfenster. Und in einem anderen Teil dreht es einfach weiter. Also das ist so ähnlich wie jetzt bei der Verbandsarbeit. Also die hat sich ja, ich weiß, dass es bei dir ähnlich ist, aber für uns hat die sich fast verdoppelt. Wir sind nur am Telefon. Das ist so. Es ist wirklich so, dass wir also eigentlich seit diesen 2 Monaten, weil im Normalfall wende ich so, soll ich sagen, jetzt für die Verbandsarbeit, ja klar, ein bisschen unterschiedlich, aber es ist einen halben Tag in der Woche, den ich da aufwende. Und ich bin mittlerweile bei 3 bis 4. Das verschiebt sich dann einfach komplett. Und ich glaube auch, es ist jetzt einfach auch unheimlich wichtig. Und ich spüre das bei euch, ich spüre das auch bei uns. Es ist ein unheimlicher Wille da und auch die Solidarität innerhalb von dem Verband, also vom Vorstand bei uns, ganzen Arbeitsgruppen oder aus dem Verband, Leute, die sich gemeldet haben. Also weißt du, so, wir haben auch solche, die haben ein Jurastudium gemacht und die meinen sich, hey, wenn ich euch irgendwie helfen kann, dann sagt Bescheid. Und der eine, der kommt aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich und ja, natürlich machen wir. Und das hilft extrem. Und das, ich glaube, ist jetzt auch unheimlich wichtig. Und ja, ich meine, man sagt ja, die Krisenzeiten, da lernst du die Menschen kennen. Und das ist definitiv so, ja. Das heißt, einen schöneren Schluss, das hättest du gar nicht sagen können. Ich gebe jetzt noch einen kleinen Aufruf in unsere DTAG-Gemeinde, weil wir für diese Arbeitsgruppe, für das Aussortieren der einzelnen Dinge, die aus Deutschland reinkommen, auch gerne noch Helfer brauchen, technische Direktorinnen oder Direktoren, Leute, die aus dem Fachbereich sind. Es sind schon einige da, die uns da unterstützen. Aber ich würde mich noch freuen, wenn sich die Leute, die noch Lust haben, ihre Zeit sinnvoll zu verbringen, da bei uns mal ein bisschen mit Lesehilfe bieten. Weil das ist nämlich das Lesen allein ist ja ein echter Auftrag. Also man ist ja viel auch, also wenn ich den Tag über beschäftigt, bin ich beschäftigt mit allen möglichen Dingen. Ich mache auch gerne die Interviews, die wir jetzt hier haben, weil das auch für alle unsere Leute ja auch sehr, sehr gut und erklärend ist. Du hast das vorhin schon erzählt in den Videos, so ähnlich ist es auch. Wir erklären ja auch viel und es ist einfach und es ist nicht, es hat einen Unterhaltungswert und das ist auch gut. Und ich finde es ganz gut. Das Lesen kommt dann am Abend und nicht jeder dieser Texte, ich meine, das sind jetzt 5 Seiten Texte hier von der VWG, aber es gibt auch andere Texte, sind 35 Seiten, die sind eine echte Einschlafhilfe. Das ist ja keine große Prosa. Also dieses Fachthema, das kann einem nach einem anstrengenden Tag schon so ein bisschen ermüden. Ne? Also musst du nicht näher drauf eingehen. Diese Nesseln habe ich mich jetzt gesetzt, die spare ich auch alleine aus. Jörg, ich wünsche dir erstmal ein schönes Wochenende und schönen Feiertag. Morgen, ich weiß nicht, habt ihr auch Feiertag in der Schweiz? Das ist kantonal geregelt. Wir haben keinen Feiertag. Das ist immer ein bisschen böse, ne? Ja, also bei uns, ja, wir werden auch durcharbeiten. Mehr oder weniger. Es wird gar nicht so richtig. Bleiben in Kontakt. Qualität. Also herzlichen Dank für das Interview. Das war sehr aufschlussreich für uns und hoffentlich auch für deine Kolleginnen und Kollegen. Die werden sich das ja auch angucken. Ich danke dir ganz, ganz herzlich und wir sehen uns die nächsten Tage. Hey, vielen Dank.